Willkommen zurück zu Terranigma. Wir haben dieses gesamte Schloss durchquert, Level 21 erreicht und die vier Juwelen gefunden, die zu diesen vier Bildern gehören müssten. Wir haben die Geschichte der Königin des Schlosses gehört und von ihren toten Söhnen. Und außerdem gibt es da noch diesen vierten Kerl. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Der erste Mann hatte blaue Augen. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Pupillen. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Der letzte Mann hatte ein falsches, braunes Auge. Ich liebe ja diesen Jingle. Aber ich finde den für die Atmosphäre dieses Schlosses hier einfach gänzlich unpassend. Okay. Wir haben ein Loch im Boden erzeugt und die Gegner sind respawned. Auf geht's. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Das Schloss scheint noch nicht vorbei zu sein. Ach, meine Lieblingsgegner. Die Hexen tanzen um dich herum. Beweg dich nicht. Dreh dich nicht um. Zu viert sind wir. Doch du bist allein. Wird dies dein letztes Stündlein sein? Wir färben mit dir die Erde rot. Triffst du die Falsche, dann bist du tot. Ich mag diesen Reim. Fun Fact, dieser Reim, Treffer, Crit, nice. Im Original Japanischen ist ein vorher schon existierender, etwas gruseliger Kinderreim, der hier einfach in das Spiel eingebaut wurde. In der Übersetzung haben sie sich allerdings einen eigenen Text ausgedacht. Ich schätze, wir hatten keine gruseligen Kinderreime. Wir haben nur gruselige Märchen, die wir vertreten können. Im Endeffekt ist das, was sie uns unten in dem Text sagen, in unserer Version extrem eindeutig und sehr klar, was wir machen müssen, weil sie uns eins zu eins sagen, was wir tun sollen. Nicht bewegen, nicht umdrehen. Und wenn sie stehen bleiben, ist die hinter uns die echte Hexe. Im Originalen ist es nicht ganz so offensichtlich. In dem originalen japanischen Reim wird auch von der Person hinter dir, also hinter einem selbst gesprochen. Aber es ist halt ein präexistierender Reim, wodurch man halt erstmal drauf kommen muss. Okay, das war's scheinbar schon. Und da sitzt doch jemand am Boden. Eine kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer. Genieße die Zeit wie im Traum. Erfreue dich am Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. Naja, das kann ja nur gut gehen. Hexer sagt, lauf! Ich laufe. Hallo, Hexer sagt, stopp! Ah, du hast Hexer verwundet. Arg, das war nicht nett. Das war vor allem verdammt einfach. Das ist eigentlich ein Spiel, in dem wir Stop and Go spielen. Wenn sie sagt, stopp, bleiben wir stehen. Wenn sie sagt, lauf, dann laufen wir. Wir waren einfach schnell genug. Okay. Ja, ich würde sagen, wir essen mal ganz schnell kurz eine Wunderknolle, bevor das hier richtig losgeht. Auf geht's!
der wohl bekannteste und einer der gefährlichsten Bosse dieses Spiels. Nachdem wir das gesamte Schloss durchstriffen haben, um diese blöden 4 Juwelen zu holen, holt sie sich diese blöden 4 Juwelen jetzt als Waffe für sich selbst, um damit gegen uns zu kämpfen. Wenn sie irgendwann mal verwundbar werden würde, wäre ich auch sehr dankbar für die ganze Geschichte, muss ich sagen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der Kampf gut geht. Das ist mit Abstand die sinnvollste Strategie, die man gegen sie benutzen kann. Das Problem ist, dass man halt dieses Hin- und Her-Dashen mit den Unbesiegbarkeitsframes nicht verkacken darf. Ansonsten kriegt man hier echt Schaden. Man muss an der richtigen Position stehen, um sie richtig zu erwischen. Oh. Und diese Dinger machen einfach dann viel Schaden, wenn sie einen richtig erwischen. Erstmal eben schnell die Götterknolle. Ja, arg benutzt die Götterknolle. 150 Kraftpunkte erhalten. Oh. Da haben wir genug von dem Zeug. Ah. Nicht wegbewegen. Blöder Boss. Dieses Rumteleportieren ist natürlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Leider machen wir halt auch ziemlich wenig Schaden. Level 21 ist, glaube ich, schon eher so eine untere Grenze, um gegen diesen Boss antreten zu können. Grr. Damage Rolls von dem, ey. Gott, schon wieder. Ich glaube, wir haben gerade auch extrem schlechtes RNG von dem Boss. Okay, wir essen einfach noch eine Götterknolle. Passt schon, wir haben genug davon. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Dieser Boss ist, glaube ich, für viele Leute, auch für mich, lange eine große Wegblockade gewesen, um das Spiel als Kind nicht mehr weiter zu spielen, weil dieser Boss einfach so viel Schaden macht und so schwer ist. Das ist schon ziemlich brutal, vor allem wenn man schlechtes RNG hat, wie jetzt gerade hier. Diese ewige Rumteleportiererei von diesem Boss ist einfach die Pest. Kann sich auch mal eine Weile an einer Stelle aufhalten. Muss aber nicht. Kann sich auch rumteleportieren bis zum St. Nimmerleins-Dach, wie wir gerade sehen. Und dann vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal sterben. Eigentlich soll sie halt angreifbar sein, während sie gerade nicht von ihren blöden Juwelen beschützt wird. Aber durch die Unbesiegbarkeitsframes, wenn wir hin und her dashen, kann man sie halt ganz gut erwischen. Wenn wir es nicht zu sehr versauen. Die hat auch diesen blöden Skelettkopf, den sie ruhig mal einsetzen darf. Teleportiert aber lieber die ganze Zeit dumm rum. Vielleicht weiß ich auch irgendwas in ihren Mechaniken nicht, wodurch ich jetzt die ganze Zeit automatisch trigger, dass sie sich hin und her teleportiert. Da bin ich mir natürlich auch nicht hundertprozentig sicher, was das angeht. Dafür bin ich hier nicht zu bekannt mit. Ja, aber was ich weiß ist, wir dürfen die Angriffsframes nicht versauen, wo wir hier hin und her dashen, um sie zu erwischen. So dermaßen da vorne an der Wand steht, ist natürlich extrem ungünstig. Kommen Sie her, meine Königin. Ich meine, das ist ja recht auffällig, dass wir gegen den Geist der Königin kämpfen, die ihre Söhne vermisst und jetzt versucht, die Rache an allem und der Welt zu nehmen. Na endlich, sie benutzt mal ihren blöden Schädel, anstatt irgendwas anderes zu machen, sodass sie mal eine Weile an einer Stelle stehen kann. Lieber Gott, danke. Echt schlimm. Ich glaube, wir hatten echt einfach nur gerade Pech, dass sie 1000 Male hin und her teleportiert ist und uns keine Chance gegeben hat, sie ordentlich anzugreifen. Wir machen halt auch mega wenig Schaden, wie man sieht. Das ist halt sehr ungünstig. Wir könnten natürlich versuchen, mal einen Ring gegen sie einzusetzen. Aber ich glaube, die sind auch nicht so unglaublich toll. Vor allen Dingen kann es halt sein, dass die einfach weg. Wir haben immer noch Feuer. Ups. Okay, so war das jetzt nicht gedacht. Kann ich den abbrechen, Ark? Hörst du bitte auch mit dem Feuerring? Sah zwar jetzt witzig aus, aber das war ja traurig. Was haben wir denn noch alles an Ringen? Wir haben noch einen Orkanring. Wahrscheinlich überhaupt keinen Effekt, oder? Wenn, dann bräuchten wir irgendwie einen Lichtring oder sowas. Diese AE-Effektringe haben wir schon mal festgestellt, sind gegen Bosse, glaube ich, generell einfach vollkommen unnütz. Ja, macht ja keinen Schaden. Aber hatten wir nicht was gekauft? Feuerring? Ich hätte auch mal einen von diesen Blitzringen noch gekauft, aber scheinbar nicht. Oh, vom Schaden her sind es aber immerhin 2, wenn die gute Dame auftaucht. Das ist gar nicht so schlecht mit dem Feuerring. Hab schon schlimmere Effekte gesehen. Aber im Endeffekt ist das hin und her der schon ungefähr der gleiche Effekt, den wir haben. Solange wir es dann richtig machen. Kannst du es auswählen? Ja, bitte. Halten wir es mal nochmal. 50 Kraftpunkte erhalten. Ah, Crit, unglaublich. Wenn wir nur einen Schaden machen, ist natürlich extrem wenig.
muss ich mal so zugeben. Also meine Dame, es ist langsam gut. Ich weiß, dass wir immer nur ein, zwei, drei Schadenspunkte machen, aber wenn wir hier lang genug hin und her dashen, irgendwann muss die Dame ja mal umfallen. Crit, ein Schaden! Oh, oh, die Maske ist offen, wir können extra Schaden machen. Das ist immer sehr nett. Wenn sie ihr Gesicht zeigen mag. Dashen, dashen arg. Nicht aufhören zu dashen. Aufhören zu dashen, gleich Todesurteil. Wieder ihr Gesicht. Ja, ja, okay. Ich muss echt aufpassen mit unseren HP. Wir sind nämlich ziemlich niedrig, aber ich will weiter angreifen, weil wir jetzt gerade die Chance dazu haben und gerade eine gute Gelegenheit ist, viel Damage rauszuhauen. Ohne dass sie sich die ganze Zeit nervtötend hin und her teleportiert. Aber sie lässt noch ihre Masken mit aus, das finde ich sehr nett. Oh, Crit 3! Yes! Böder Boss. Nein, 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 gar nicht gut! Ab in die Kiste. Okay, wir fangen mal an, andere Knollen zu essen. Okay, Ark benutzt die Wunderknolle. Und Ark benutzt noch eine Wunderknolle. Immer her damit. Hau die Wunderknollen raus. Okay, weiter geht's. Gott, verdammt nochmal! Das Timing. Timing wird irgendwann mein Untergang sein. Außerdem wird es irgendwann ein bisschen anstrengend, in meiner Hand den Pet so zu halten, weil ich den in einer ganz ungewöhnlichen Haltung halten muss, weil ich halt den linken und den rechten Controller-Knopf gleichzeitig drücken muss für die ganze Geschichte hier. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn ich halt das Timing die ganze Zeit behalten muss. Kommst du bitte mal hier oben nicht irgendwo in die Ecke, sondern machst dich irgendwo anders sichtbar? Dankeschön, gütig. Weiter geht's. Wieder nur so wenig. Ach, komm schon. Ah, ja, okay, okay. Oh, nicht gut, nicht gut. Ja. Ja, dann Flora zaubern wir mal eine Runde. Jesus. Ach, dieser Boss hält einfach viel zu viel aus. Man muss ewig leveln, um diesem Boss ordentlich Schaden machen zu können, wenn man dagegen kämpft. Ich schätze, wir hätten auch mehr Magieringe einpacken können, das hätte auch geholfen. Aber gut, wir haben es geschafft. So, ist gefallen. Es ist vollbracht. In der Tat, war auch ein langer Bosskampf. Wir haben viel geheilt, wir haben viele Items rausgehauen. Die Rache der Königin enthebt sich des Schlosses. Sehr gut. Hi. Ich gehe mal davon aus, du bist Columbus. Columbo. Huch, was habe ich getan? Tage der Qual. Träumte ich im Schlummer einen schier endlosen Traum? Wie philosophisch. Ich bin Columbo, ein Forscher und Navigator. Ja, sehr gut, die ganzen Matrosen haben mir keine Navigationsfähigkeit, da können wir einen gebrauchen. Warum nahmst du Gefahren auf dich, um mich zu retten? Weil ich der Hauptcharakter bin. Wollt das Meer sehen. Ich hörte von einem Seefahrer namens Columbo. Columbo, darf ich dir eine Frage stellen? Warum wurdest du hier gequält? Ich dachte, dass man nur Verbrecher peinigen würde. Ark. Ark, du bist in der Unterwelt in einem abgelegenen, geschützten Dorf aufgewachsen, wo es wahrscheinlich noch nicht mal Verbrechen gab. Du kennst die Menschheit seit 3 Tagen oder so. Und jetzt erzählst du mir irgendwas davon, dass du weißt, dass nur Verbrecher gepeinigt werden. Was erzählst du ja eigentlich? Vielleicht glauben die Leute das. Man sperrte mich zu Unrecht ein, da die Prinzen auf der Reise starben. Ja, wir haben die Geschichte gehört. Doch das ist nicht die Wahrheit. Ich akzeptierte die Qualen als Buße für meine Gier. Loas König und Toronias Königin. Die Mächtigen sind alle gleich. Leider kann ich nicht mal dir den wahren Grund nennen. Wenn der wahre Held geboren wird, enthülle ich mein Geheimnis. Hi! Ernsthaft jetzt? Wie ist dieser Typ überhaupt fähig, jetzt aufzustehen und zu laufen? Wie lange muss er denn hier eingesperrt gewesen sein? Als wir den neuen Kontinent entdeckten, wurde mir eines klar. Wo wir auch leben, alle Menschen sind gleich. Wir lachen und weinen und sind eine Familie.
Die Freundschaft sollte alle Länder und Kontinente verbinden. Deswegen gebe ich meine Navigationskenntnisse gerne weiter. Lasst uns nach Ahola zurückgehen. Jo, kein Ding. Teleportieren wir uns raus? Ja, wir teleportieren uns sogar bis in den Innenreihen. Wie nützlich. Ich habe allen Seeleuten mein Wissen über die Navigation vermittelt. Und jetzt gehe ich erstmal schlafen. Ich bin sicher, sie werden deine Wünsche erfüllen. Ich bin müde. Ich möchte ein wenig schlafen. Jo, dann mach das mal. Brauchst du ein Fiebermittel? Ja, ein Fiebermittel. Kann ich was davon haben? Hier, wenn jemand ein Fieber leidet, gib ihm davon zu trinken. Argel, das Fiebermittel. Das ging schnell und einfach. Hatten wir hier nicht jemanden im Dorf, der an Fieber leidet? Ich bin mir relativ sicher, da war was. Flump. War das nicht sogar direkt hier oben nebenan das Kind? Guten Tag. Nee. Was essen unsere Spezialitäten sind gegrillte Sardinen. Was meinst du? Willst du sie mal kosten? Nö. Wo waren das? Das war... Nee. Fragezeichen? War das nicht in der Arzt... In dem Hospital? Ich bin gerade verwirrt. Ha. Es scheint, dass Columbo geistig und körperlich erschöpft ist. Er soll sich in meinem Hospital etwas erholen. Ich hätte schwören können, das Kind, das mit Fieber im Bett lag, war auch hier im Hospital, oder nicht? Wobei, in der letzten Stadt war da nicht ein... Aber das Mädchen lag nur im Bett, oder? Hat sie die Fieber? Ist der Junge hier noch, der uns sagt, dass seine Schwester Fieber hat? Es geht meiner Schwester besser, dem Herrn sei Dank. Okay, dann braucht es offensichtlich kein Fiebermittel mehr. Gut, dass wir jetzt Fiebermittel gekriegt haben, schätze ich. Was? Ich gehe mal kurz sicherheitshalber gucken. Ich bin zwar relativ sicher, das Mädel liegt einfach nur im Bett und träumt von Rob Wood. Aber wir fragen trotzdem, ob jemand Fiebermittel haben möchte. Loa! Immer noch nicht entwickelt. Nadine. Rob Wood konnte aus dem Schloss fliehen, sie ist so glücklich! Nö. Erzählt uns nur was von Rob Wood immer weiter und weiter und weiter. Dann akzeptieren wir das so. Ja, wir sollten gucken, dass Columbus sich ausruhen kann. Also schätze ich, schlafen wir eine Runde oder so. Damit ein bisschen Zeit vergehen kann. Wäre auch tatsächlich keine komplett schlechte Sache. Achso, Moment, wir müssen ins Hotel. Keine komplett schlechte Sache, wenn wir zu einem Magier könnten. Aber einen Magier haben wir hier nicht. Da haben wir noch genug Zauber, denke ich. Gut, ich bleibe, das Zimmer ist dort. Gute Nacht. Gute Nacht. In der Tat. Wir haben auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Können wir direkt mal machen, wenn wir hier sind. Wing. Okay. Zwischensequenz. Ach. Miss Fieder. Rauf! Miss Fieder mit Theme-Song. Mach die Musik aus, ich will schlafen. Entschuldige, es ist spät. Doch wir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Sie muss schnellstens fort. Wir können sie an Bord des Schiffes bringen, aber alleine? Ich suche jemanden, der sie beschützt, während ich den Mörder verfolge. Könntest du das übernehmen? Yeah! Yeah! Eine solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht ablehnen. Großartig, ich danke dir. Jetzt kann ich meinen Freund retten. Kannst deinen Freund retten? Was? Ich dachte, du willst den Mörder der Prinzessin suchen. Ich werde euch später folgen. Passt auf euch auf. Ich sehe dich morgen früh in Ahola. Ich zähle auf dich. Okay, wenn wir uns sowieso morgen früh hier sehen, warum hast du uns das nicht morgen früh gesagt, sondern kommst hier mitten in der Nacht rein, störst meinen Schlaf, sodass ich morgen nicht fit genug sein werde, um ordentlich auf sie aufzupassen, da fällt mir doch gleich der Pet runter. Was soll das heißen? Wirklich, Jörg? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Was?
Das hat keinen Sinn gemacht. Welche Wahl hatte ich? Hätte ich abgelehnt, wäre sie nicht gegangen. Und eine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Das hatten wir sowieso vor. Überraschenderweise ist er nett zur älteren Dame. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ach, nichts. Schlaf ein wenig. Es wird eine anstrengende Reise. Ja, in der Tat. Es ist jetzt nicht unbedingt optimal, dass wir mitten in der Nacht rausgeschmissen wurden, nachdem wir sowieso schon Arschtag hatten und jetzt am nächsten Tag auch wieder eine große Aufgabe übernehmen sollen. Gute Nacht nochmal. Schon besser. Okay. Level 21. 7 Stunden, 10 Minuten gespielt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir mal gucken, ob wir mit Columbo auf einen neuen Kontinent fahren können, wollen, möchten, tun. Oder ob es noch irgendwas anderes zu machen gäbe. Bis dahin. See ya.